Es gab mal eine Zeit, wo ich mit der ganzen Schrauberei angefangen habe und ich hatte begrenzte Möglichkeiten. Also allgemein an Platz, an Werkzeug, insgesamt. Man muss dann halt, wenn man nicht so viele Möglichkeiten oder wenn man nicht alle Möglichkeiten hat, dann muss man etwas kreativ und erfinderisch sein. Und gerade auch dann, wenn man unbedingt etwas machen bzw. etwas lernen will und was schaffen will, dann hat man die Entscheidung, entweder man geht ungewöhnliche Wege oder man lässt es sein. Und ich finde es traurig, wenn man es dann sein lässt und sich denkt, ja, dieser Weg ist nicht normgerecht, deswegen lasse ich es sein. So ein Mensch bin ich nicht. Wenn ich irgendwo Interesse habe, aber ich habe nicht die Möglichkeiten oder das funktioniert nicht normgerecht, dann finde ich trotzdem immer irgendeinen Weg. Irgendeinen Weg gibt's immer. Und genauso war das nämlich auch in meiner Anfangszeit, wo ich mit dem Schrauben angefangen habe. Ich habe einfach so aus früherer Kindheit schon Interesse gehabt und irgendwann hat sich das dann so entwickelt, dass ich die Sache angehen wollte. Und ich habe damals im Studentenwohnheim gewohnt. Dort hat man keine Garage oder sowas oder einen Platz, wo man schrauben kann. Sowas gibt es da natürlich nicht. Aber es gab andere Sachen. Es gab ein Treppenhaus, es gab Aufzüge und es gab eine Menge Einkaufswagen. Weil die ganzen Studenten, die ganzen armen Studenten, die meisten hatten ja kein Auto, aber wollten dann trotzdem Großeinkäufe machen und haben sich dann immer Einkaufswagen mitgenommen in das Studentenwohnheim, damit die das halt nicht so schleppen müssen. Und diese Einkaufswagen standen dann bei uns überall rum. Und dann dachte ich mir, okay, ich habe ein Treppenhaus, ich habe einen Aufzug und ich habe einen Einkaufswagen. Und ich habe einen kaputten Motor, was soll ich machen? Diesen kaputten Motor konnte ich nicht binnen Stunden fertig machen, weil ich halt noch nicht so viel Erfahrung hatte und einfach auch Zeit brauchte, sodass ich wirklich den Motor auch mal über ein, zwei Nächte dann stehen lassen musste, weil ich das einfach nicht geschafft habe, weil mir die Erfahrung und das Wissen gefehlt hat, was ich mir dann so häppchenweise komplett angeeignet habe über Kollegen, Freunde, Werkstätte und natürlich vieles auch im Netz. Deswegen stand das Projekt Motor, was hatte ich damals, glaube ich, meine Kurbelwellenlager, ich habe den Motor komplett neu gemacht, mit Kurbelwellenlager, Zylinder und so weiter. Stand, musste der Motor dann halt ein paar Tage stehen. So, dann habe ich gesagt, okay, ich nehme den Einkaufswagen, tue den Motor da rein und mach's im Treppenhaus. Dort habe ich meine Ruhe, dort bin ich im Trocknen und dort kann ich auch alles drauf tun. Ich kann in den Einkaufswagen meinen Motor reintun, ich kann dort mein Werkzeug reintun, ich kann einfach dort alles reintun, was ich brauchte. Und das war quasi wie eine mobile Werkstatt im Treppenhaus. Und dann bin ich halt einfach mit dem Einkaufswagen und meinem Motor da drin und meinem ganzen Werkzeug da drauf, dann immer in den Aufzug gestiegen. Und die anderen Studenten haben natürlich alle immer gefragt und auch seltsame Blicke kamen auf mich zu. Aber ganz ehrlich, ich hatte Spaß dran und es war jetzt auch nichts Gefährliches, weil dort war kein Benzin oder sowas in der Art drin. Es war einfach nur im Grunde ein Metallblock, was ich dann, was ich dann bearbeitet habe im Treppenhaus. Und wenn schönes Wetter war, bin ich dann mit meinem Einkaufswagen zum Beispiel dann mal rausgefahren, habe dann draußen weitergeschraubt oder auch mal im Fahrradkeller, ne, wenn ich mal eine andere Umgebung wollte. Und ich fand das cool und das hat wirklich Spaß gemacht. Und ich habe sehr, sehr viele Leute kennengelernt, weil gerade in solchen Bereichen wie Eingangsbereich oder Fahrradkeller, da trifft man einfach alle Leute. Da kommen alle durch, es ist einfach so. Und man kommt dann halt auch ins Gespräch und dann aber oft, ganz ehrlich muss ich sagen, war es auch nervig, weil beim Schrauben wollte ich auch einfach meine Ruhe haben. Ich wollte mich konzentrieren. Wenn man ständig abgelenkt wird, dann kann man sich nicht fokussieren und vergisst dann vielleicht auch mal was. Und viele sind mir auch einfach auf den Sack gegangen und waren auch neugierig und haben auch geguckt teilweise. Und teilweise waren dann halt auch, ich sag mal so, manchmal waren halt auch herablassende Menschen dabei, die sich dann gedacht haben, was macht der da? Hat der nichts Besseres zu tun? Und in dem Moment war das für mich halt eine gute Beschäftigung. Und das ging mir dann halt auf den Sack, weil man dann halt auch irgendwie keine Privatsphäre hatte und ständig irgendwelchen Blicken ausgesetzt war. Aber es war halt wirklich nur meine einzige Möglichkeit, am Motor etwas zu machen über einen längeren Zeitraum. Und deswegen habe ich das auch gemacht. Hätte ich jetzt die Scham gehabt oder so eher der Typ gewesen wäre, nee, das ist ungewöhnlich, sowas macht man nicht, dann hätte ich damit überhaupt gar nicht erst angefangen. Und das wäre ja dann mega traurig gewesen. Und deswegen sage ich, ne, wenn man was machen will und man hat die Mittel und Möglichkeiten nicht, es gibt immer irgendwelche Wege. Immer. Immer, 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 ausnahmslos. Und wenn nicht, dann kann man diese sich mit minimalstem Aufwand irgendwie
auf außergewöhnliche Art und Weise auch schaffen. Das geht auf jeden Fall. Ich hatte damals auch, ne, ich hatte mir meinen Roller gekauft, und ich hatte dann im Kopf, ja, der wird schon laufen, der wird schon nicht kaputt gehen. Und dann ist er natürlich irgendwann kaputt gegangen und dann habe ich mir bei Praktika meinen ersten Werkzeugkoffer gekauft und dann kam eins zum anderen und so hat sich das dann entwickelt. Und ich habe auch oft zum Beispiel meinen Roller musste ich ja im Fahrradkeller stehen lassen, ich konnte ja meinen Roller nicht mit in die Wohnung nehmen, das ging natürlich nicht, obwohl das gegangen wäre. Ich hätte einfach meinen Roller in den Aufzug schieben können, der Aufzug war riesig, das war so ein Lastenaufzug, und dann hätte ich den Roller einfach auch mit in die Wohnung nehmen können. Das geht aber natürlich nicht wegen Brandgefahr, Benzin und so weiter. Und jedes Mal Benzin rausholen und dann wieder beim Rausfahren neu tanken, ist ja auch schwachsinnig, ne? Und ich musste meine Roller dann halt immer draußen stehen lassen am Studentenwohnheim. Und gerade am Studentenwohnheim haben die mir das dann immer kaputt gemacht. Die haben mir irgendwelche Stangen vorne reingeschoben, die haben meine Sitzbank aufgebrochen. Die haben den ganz oft versucht zu klauen. Gut, dass ich immer Piaggio hatte. Piaggio, die haben immer eine super Lenkradsperre. Gerade die älteren TPH-Modelle. Ich sag mal, fast unzerstörbar. Die TPH-Lenkradsperre, die ist eigentlich unzerstörbar. Da verschiebt sich eher der Lenker. Die Lenkerverschraubung verschiebt sich dann und man schiebt nur den Lenker so nach rechts. Ne, aber ansonsten ganz viele Diebstahlversuche. Zum Glück, aber mir wurde noch nie ein Roller geklaut. Aber immer kaputt gemacht und ich musste die dann halt reparieren. Und das ging dann halt wirklich nur im Fahrradkeller, Treppenhaus und natürlich auch in der Wohnung. Ne? Aber immer meistens dann im Einkaufswagen. Und mit der Zeit hatte ich dann halt auch so viel Werkzeug angesammelt. Ich hatte mehrere Kisten, ich hatte eine riesen IKEA-Box, wo alles drin war. Bremsenreiniger, Öl, WD-40, Schrauben, Sortierkisten. Ich hatte alles und das hat dann alles wunderbar auf dem Einkaufswagen gepasst. Ich gucke mal, ob ich irgendwie noch Fotos und Videos habe, dann blende ich die mal ein. Und ich erinnere mich sehr, sehr gern dazu, an diese Zeit zurück. War eine schöne Zeit. Das war meine Schrauberzeit, ich war da Anfang 20. Und gerade dieses Schrauben am Moped hat mir sehr Spaß gemacht, weil man mit wenigen Mitteln viel erreichen kann. Und das Schrauben an Autos würde mir persönlich bestimmt auch sehr viel Spaß machen, aber da braucht man auf jeden Fall eine Werkstatt. Anders geht es nicht. Gerade beim Auto braucht man eine Werkstatt. Schrauben an Motorrädern würde ich auch sehr gerne machen. Und ja, das ist halt so meine Einkaufswagengeschichte. Da hat auch einer geschrieben in den Kommentaren, ja, finde ich cool, du machst deinen Motor im Treppenhaus zum Einkaufswagen. Das ist so eine kleine Anekdote von mir. Wenn ihr auch so außergewöhnliche Geschichten von euch oder sowas habt, schreibt sie doch gerne unten rein. Ich lese mir sowas immer gerne durch. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute und wir hören und sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!